Ich habe übrigens gestern Pokémon-Karten gekauft. Das erste Mal in meinem Leben. Und zwar für meinen Neffen zum Geburtstag, weil er am Samstag Geburtstag hat und gerade auf Pokémon-Karten steht. Und ich bin mal gespannt, was da ankommt. Ich hoffe, es sind deutsche Karten. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, ich hoffe, dass es auch eine gewisse Qualität hat und nicht nachgemachte sind. Ich habe die halt bei Amazon bestellt für irgendwie 12 Euro. So eine Pin-Collection. Von den legendären legendären Hunden aus Gold und Silber hier. Entei, Suicune und das Elektro-Ding. Suicune war ja Eis, Entei Feuer oder Wasser. Entei war Feuer und das Elektro-Ding Raikou oder so. Eins von den dreien kriege ich. Ich weiß nicht, vorher nicht welches. Und wir fahren jetzt einfach mal in die zweite Etage. So, zweite Etage. Jackson, ach. Dass der bei Team Rocket ist, hätte ich mir eigentlich denken können. Was in Arceus Name machst du denn hier? Bist du etwa der Eindringling, der für mich eingelassen wurde für das Eboli-Experiment? Ah! mach mir keine Herzattacke, ich muss so lachen. Ich kann mir einfach nicht helfen. Aber ich kann mir einfach nichts Lustiges vorstellen, als dass du versuchst, Team Rocket beizutreten. Noch wirst du stärker sein sollst als ich. Ich bin hergekommen für das Evoli-Experiment und um zu beweisen, dass ich zu Team Rocket gehören kann. Resultat, ich habe jetzt ein Umbreon. Was ist denn ein Umbreon? Ich kenne Umbreon nicht. Ein Nachtara. Ah, Resultat, ich habe jetzt ein Nachtara. Wehe, du versaust das, du Scrub. Du Versager. Außerdem, genau genommen, werde ich dich selber ausschalten. Solche wächlichen Trainer wie du, die haben einfach keinen Platz in diesem Operationszentrale von Team Rocket. So. So, du bist das Baby-Elektro. Das könnte ich eigentlich mit damit noch machen, oder? Pin das mal. Das will ich wenig hier. So. Okay, du bist effektiv genug. Passt. So, Level 34. Gegen dich muss ich jetzt Boden einsetzen, weil du bist Gift im Nebentyp. Ich sollte nicht so effektiv sein und wir benutzen Schaufler. Also Untergrund, noch ein Gift, bist du nicht effektiv, Schaufler, zack, weg. Sehr schön. So, war Boden gegen Stein noch sehr effektiv? Wir müssen mal probieren, mal. Schaufler. Self-Destruct. Okay, ja, also nicht dazu gekommen, auszuprobieren, ob Boden gegen Fels sehr effektiv ist. Schlitzer! Das da hat halt super viel Verteidigung, ne? Wenn du mal anguckst. Defense 80. Also vielleicht so im Vergleich zu meinen anderen Pokémon extrem viel. Haben noch ein Sandgrab hier. Anfänger, stimmt. Ich habe Scrubs gesehen, Alter. Das war meine Bundeswehr-Serie war das. Natürlich habe ich Scrubs gesehen. Ich bin blöd. Anfänger, hast vollkommen recht. Ah, da war ich ein bisschen schwer vom Begriff. Genoschock. Level 27, das ist trotzdem super stark. Pin-Missile, reicht das? Ah, geht vorbei. Dann bist du, Ibo, bist du tot. Ja, schön, dass du darfst. Scrubs war super geil. Wobei ich sag mal, die ersten 3 bis 4 Staffeln waren echt richtig erste Sahne. Dann haben sich die Witze ein bisschen abgenutzt. Probiere ich mal Aquatail aus. Ich meine, wird wahrscheinlich nicht viel sehen, außer dass es tot ist. Ja, okay, einfach tot. Dann haben sie die Witze ein bisschen abgenutzt. Dann haben sie diese komischen Universität gewechselt bei Scrubs. Das fand ich.
Es sah so aus, als wollten sie quasi Scrubs 2.0 aufziehen mit diesen komischen Studenten da und das hat mir nicht so richtig gut gefallen. Die eine Studentin war zwar ganz cool, die immer so extrem kalt war, die war ganz witzig, aber ansonsten die anderen nicht. Was auch immer. Jetzt, wo ich einen Schritt näher dran bin, Team Rockets Dominanz beizutreten, werden meine Pokémon bald viel, viel stärker werden und viel mehr aushalten. Ich werde den Team Rocket Leuten darauf hinweisen, dass du ein Eindringling bist. Ich kann nicht warten zu sehen, wie sie dich in die Zelle sperren. Attention Cell, ich weiß gar nicht, was Attention Cell ist. So, Problem ist, hab ich einen Beleber? Oder komm ich hier raus? Halt! Du bist als Eindringling bereits festgehalten worden. Noch ein Spion. Wie niedlich. Alles, was du entdeckt hast, wird niemals das Licht der Welt erblicken. Du wirst auf jeden Fall diese Zelle so bald nicht verlassen. Niemals! Wenn überhaupt. Irgendwann. So rum. Ja. Nee, Moment mal, ich gehe gleich hier drüber. Sie haben dich auch eingesperrt? Ich wurde auch festgenommen und eingesperrt, weil ich vertrauliche Informationen weitergegeben habe. Ihr Experiment ist viel zu unethisch, damit ich es unterstützen könnte. Also deswegen habe ich der Polizei heimlich, Geheimnis zugespielt. Als sie mich endgültig gefasst haben, als sie endlich rausgefunden haben, dass ich Informationen weitergegeben habe, haben sie mich seitdem hier eingesperrt. Schon wieder? Ihr Experiment ist viel zu unethisch und gefährlich. Die wollten Evolis DNA mutieren lassen, um es noch mehr Stages entwickeln zu können. Das klingt nicht so schlecht so an sich, oder? Nein, aber da ist ein hoher Risikofaktor. Im schlimmsten Fall könnte Evoli sterben und wenn das Experiment missglückt. Dummerweise ist Tod unter Umständen ein Produkt von einem Versuch- und Misserfolgsexperiment, das die tun wollen. Und noch mehr, die sie unternehmen wollen, um es zu reproduzieren. Irgendjemand musste es verhindern und ihre Operation aufdecken. So, habe ich einen Beleber dabei? Das gucke ich jetzt nochmal. Ich habe Ice Heal dabei, Max Potion, PBR Potion. Kein Beleber dabei. Kein Beleber dabei zu haben ist äußerst ungünstig in so einer Situation. Jetzt habe ich nämlich nur noch 5 Pokémon. Kacke. Dann können wir aber erstmal hier Citrus Berry. Gehen wir nochmal mit dem Sandan. Stehen geblieben. Mein Pidgeot ist also schon tot. Ich habe keinen Beleber mehr. Wir wollten hier über die Wand springen. Ah, schon herbeigeschlichen. Bin ich mal rausgekommen, kann ich meinen Bibor wiederbeleben gehen. Ja, ich möchte ihn wiederbeleben lassen. Dankeschön. Tschüss. Jetzt können wir sie plätten. Guck. Ich hab nichts zu trinken. Shit, Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, hallo Frank Weber. Das ist Pokémon Revolution Online. Vollkommen richtig und da steht sogar im Titel drin. Herzlich willkommen in meinem Stream. Schön, dass du mal hergefunden hast. Ganz genau, das ist Pokémon Revolution Online. What? Ich darf's nicht mit den kämpfen. Okay, dann. So. Ich hab mich doch gerade schon rausgeschlichen, ich blöde Jan.
Wann kommst du zurück? Wann kommst du zurück? Nein, nein! Nein, ich bin nach unten gelaufen. Ich... Ah. Eindringling! Du bleibst jetzt hier. Wir werden dein Schicksal nach dem Experiment entscheiden. Ach Mann, ich war doch gerade schon draußen. Das war ja mal richtig schlau. Ja. Ach. Ich bin dumm. Meine Güte, bin ich dumm. So. Guck mich jetzt nicht direkt wieder an. Ja, ich will hier nicht rumtricksen. Komm ich auch wirklich, man kommt ja auch sinnvoll raus. Erstmal so den Ball. Das Item. So, ich könnte nach unten gehen, machen wir schon nach oben, oder? Schwarze Sonnen. Nee, Sonnenbrille sozusagen. So komme ich auch hier einfach rum. Wo geht's denn hier hin? Drehst du die ganze Zeit? Ja, du drehst die ganze Zeit. Okay, drehst du wieder zurück. Okay, jetzt muss ich ein Rätsel lösen. Rätsel. Okay, ich kann dahin gehen, ist aber egal, komme ich hier raus. Ich muss auf jeden Fall dahin, das geht nicht anders. So, dann muss ich zurücklaufen, um das Item zu holen. Dreimal Ether, okay. Ja, ich kann mich auch hier kurz weiter drehen. Wenn ich jetzt dahin gehe, passiert nicht viel. Wenn ich dahin gehe, passiert nicht viel. Wenn ich dahin gehe, passiert doch auch nicht viel. Wurst. Von hier aus kann ich aber nur noch da weiter. Wieder nach oben. Kommt wieder raus. Ist auch wohl eigentlich wieder Wurst, weil hier wieder Ende ist. Und hier kann ich nur nach oben. Das ist also Quatsch. Wir gehen da hin. Da wollen wir nicht hin, weil dann sind wir wieder da oben. Wir wollen wenn dann da hin. Denke ich. Kann ich den jetzt besiegen? Okay, der redet einfach nicht mit mir. Ist auch okay. Zwei Pokebälle. Warum redest du nicht mit mir? Selbst deine Pokémon könnte ich nicht davor retten, vor dem, was du dir eingebrockt hast. Okay, wenn ich ihn anspreche, das verstehe ich nicht. Dass er nur mit mir kämpft, wenn ich ihn anspreche, der soll doch bestimmt aufpassen. Assurance. Und tot. Ibo ist gar nicht so schwach. Finde ich mal so. Nur er tut halt weh. Wobei, dafür, dass es super effekt ist und ein Critical Hit, hat es nicht so viel gemacht. Ich pack dich mal hervor. Du bist mein schwächstes Pokémon. Okay. Achso, jetzt haben wir den Typen besiegt. Ja, gut. Raus komme ich jetzt nämlich da hochgehe. Hier komme ich hier nicht weiter, muss dann eh hier rüber. Die anderen gehe blub 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 blub. Komme ich denn da runter? Achso, ich muss da hin, um da runter zu kommen. Zack, zack, zack. So. So. Und so. Wenn die ich hätten steht, du bist nicht ordentlich. Ich bin auf Silber. Falls du auf Gold spielst, dann nützt dir das nichts. Das stimmt. Ich bin auf dem Silber-Server. Eisen gefunden. Ha! Müllton anquatschen bringt immer was. Oh, jetzt bin ich bei den Scheintischt. Du wirst unser Experiment nicht stören. Nicht bevor es fertig ist. Eventuell war das Wasser-Pokémon eine schlechte Idee. Gefühl. Ich werde doch wieder Sandan einsetzen, sondern ist doch schon mein stärkstes Pokémon. Completely ineffective. Sandgrab. Wow. Die Selbstzerstörung bin ich immer so dämlich.
Sandgrab. Go, go. Und tot. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu stark. Aber das hat... Mirror of Fate hat ja ordentlich gezogen. Heieieiei. Jetzt fällt mir wieder ein. Optionen. Lurisgame. Ein bisschen größer machen. Oh. Na doch, geht mal. Ja, die Beere habe ich noch. Wie macht denn das bei dir? Können wir noch eine zweite nehmen. So. Also was nützt dir das, wenn du mich adden würdest? Ich meine, ich habe noch drei Orden. Ich glaube, ich kann nicht mehr handeln oder irgendwas. Wie kannst du es wagen, unsere Basis einzudringen? Deine Bemühungen werden dir nur in den Hintern beißen, wenn du wieder in deiner Zelle sitzt. Ich übersetze mal frei, ne? Oh, ein Smogmog. Blubstrahl? Wow. Ja, 14.000 XP, ne? Dafür, dass ich nichts getan habe. Du bist irgendwie nicht so ein schlauer Junge, wenn du ein einziges Pokémon, das du besitzt, töten. Also mit Absicht tötest quasi. Und Dewberry. Eisheiler, Capsi, Lamberry. 10 Hitpoints. Hier, friss. Hab ich noch ein paar davon. Kann ich nicht auf mehrere geben, jemanden? Bist dich voll. Wenn du weißt, was gut für dich wäre, würdest du deine Nase aus unserer Basis raushalten, wenn wir hier Wissenschaftsgeschichte schreiben. Du hast wenigstens kein Selbstdestruct, ja, du kannst dich nicht selbst vernichten hier. Machen wir mal Wasserpult. Okay, confused und tot. Porygon. Wasserpuls? Das ist eigentlich ein Normal-Pokémon, oder? Signalbeam. Blubstrahl. Speed ist gefallen. Nochmal ein Signalbeam. Ich hätte einen Aquatail benutzt, egal. 10.000 XP. Boah, nehme ich. Meins. Alle besiegt. Ist hier noch irgendwo was? Du schaust in den Container. Du findest zwei Super Potions. Okay, sehr schön. Hier ist nichts drin. Auch nichts drin. Anrufen kann ich auch niemanden. Telefonjoker ist aus. Hier kann ich auch nichts mitnehmen. Guck mal, weil ich brauche theoretisch irgendwie Beweise, wurde mir gesagt, die ich mitbringen soll. Wir hatten doch hier irgendwo Super Potions, oder? Ja. Kriegst du jetzt mal? Was kann ich denn hier machen? Welche Etage möchtest du denn gerne transportiert werden? Bin ich auf der? Nee, bin ich nicht gewesen. Hier sind die ganzen Scientists. Gib mal her. Kaum zu glauben, du warst die ganze Zeit ein Verräter. Na, zumindest hast du mehr Gutes als Schlechtes für unsere Forschung getan. Solange du unter unserer Kontrolle bleibst, ist alles gut. Ja, versuch's mal. Bin ich gespannt. Gib mal dein Bestes und versuch's mal. So ist, versuch mal jetzt Aquatail. Tut weh. 3000 XP. Blubstrahl. Tut, glaube ich, genauso weh. Tiefschlag. Frechheit. Du tauschst mal. Sonst kriege ich hier auf die Nase. Ja, Funkensprung finde ich vollkommen ineffektiv. Und jetzt buddel ich mich mal ein. Ha, Mirror Shot. Zum Glück. Nicht draufgehauen. Das Ding hat Sturdy. Das ist doch kacke. Ja. Das wäre effektiv.
mit Schlitzer besiegt. 1000 XP? Nee, 12.000 XP. Hier, wieder. Wir buddeln uns ein. Ja, okay, so dazu. War man nicht zu schnell genug dran. 7000 XP, Level 7. Das ist gerade ein Level übersprungen, glaube ich. Buddeln uns nochmal ein. Ja, die Attacken erleben. Lass mich hier nicht anspucken. Turbo effektiv, 4000 XP, 1000 Pokédollar. Jawoll! Nö. So, jetzt müssen wir hier wieder die Mini-Bären mal sandern geben.